Hallo und herzlich willkommen zur Total War Arena mit mir, Gaius Julius Caesar, am Hadrianswall. Wieder einmal mit Karthago, denn wie ihr wisst, will ich unbedingt meine Speerkämpfer upgraden, dass es irgendwann möglich ist, mit Elefanten zu kämpfen. Da bin ich auf jeden Fall schon mal sehr gespannt darauf. Ja, unsere Konstellation ist nicht so optimal. Wir haben 7 Katapulte mit in unserem Team. Das ist richtig schlecht. Da will ich keinen Hehl draus machen. Ja, die Katapulte müssen einfach von uns gut verteidigt werden. Wir dürfen auf keinen Fall offensiv spielen, weil wir einfach viel geringere Truppen deswegen haben, weil die Katapulte sind einfach hier gebunden. Ich hoffe, die bleiben auch hier und gehen nicht irgendwo da oben hin und werden direkt niedergemetzelt. Wir müssen sie verteidigen und müssen einfach darauf hoffen, dass die Katapulte guten Schaden machen. Der Vorteil beim Hadrianswall ist, mit Katapulten kann man hier ganz gut arbeiten. Wenn man sich hier im eigenen Lager gut verschanzt, kann man hier ordentlich bis dorthin schießen und ja, das Problem ist natürlich, ich kann mich nicht so gut mit den anderen hier absprechen, den ganzen anderen Mitspielern. Ich gehe mal lieber hier hin. Ich will ja hier nicht den Katapulten den Platz wegnehmen. Ja, wo ist die zweite Katapult? Ah ja, hier, perfekt. Genau, die zwei Katapulteinheiten hier in der Mitte. So, die bleiben hier. Und wir... Ich weiß nicht, ob das verständlich ist. Wir verteidigen das Ganze hier. Ja, wie immer wird hier gezeichnet ohne Ende. So, ja, ich hoffe, die Katapulte bauen sich hier schön auf. Jawohl. Genau, die ziehen sich hier zurück. Wunderbar. So, wir versuchen trotzdem hier mal bis zur Mauer zu kommen. Vielleicht können wir dann welche aufhalten, Feinde. Außer wenn jetzt hier eine griechische Phalanx kommt, dann hätten wir ein Problem. Oh, die der will hier aufs Lager zustürmen, ist der verrückt? Ganz ruhig. Nee, ach, das war nicht er. Okay. Ja, Schwertkämpfer. Aber mit denen können wir es eigentlich aufnehmen. Wir ziehen uns hier mal ein bisschen zurück. Ja, wir müssen uns aber... Wir dürfen nicht so offensiv ran. Ah, der Feind hat auch Katapulte. Okay. Können wir vielleicht doch ein bisschen offensiver ran. Flanke oben rechts saß gut aus und oben links auch. Okay. Okay, wir lassen mal eine Einheit hier zurück. Und mit denen laufen wir einfach vor. Also ich weiß nicht, wo der Feind die ganzen Einheiten hat. Ach, hat er auch so viele Katapulte? Achtung! Unsere Männer werden angegriffen! Eieieiei, wir wurden hier schon wieder getroffen. Speere! Nicht so... die bloppen alle. Ihr Befehl! Ihr müsst verteilter laufen, Freunde. Speere! Ich versuche mal hier links rumzulaufen einmal. Befehle. Und ich gehe... Oh Mann, das gibt's doch nicht. Das war ein perfekter Treffer. Und dann versuche ich hier rechts rumzulaufen. Alle gemeinsam zum Angriff! Ah, die haben hier auch noch Katapulte oder was? Oder sind das unsere Katapulte? So, immer hier auch den Blick Ah, ja, genau. Damit habe ich nämlich gerechnet. Dass hier auch noch Feinde kommen. So, genau, hier laufen wir einmal vor, bitte. Und hier laufen wir einmal rein. Wir waren natürlich noch ordentlich getroffen. So, der Feind zieht sich zurück, wurde hoffentlich ein paar Mal von uns gut getroffen. Hier kommt Kavallerie. Sehr schön. Halt, gehört das feindliche Lager uns! Ja, die läuft aber an uns vorbei. Ich glaube, die kriegen wir auch mit dem Ansturmbonus nicht mehr. Schade. Das ist schade. Halt, gehört das feindliche Lager uns! So, einmal hier schnell vor. Obwohl, wir gehen hier rum, bitte. Achtung! Unsere Männer werden angegriffen! So, einmal reinrennen. Zum Angriff! Vernichten! Speere! Ja, wir warten hier einfach mal schön.
Wir haben jetzt eine Schildkröte gebildet. Alleine gegen die drei möchte ich auch nicht kämpfen. Ja, das war so klar, dass sie uns jetzt mit Pilas abwerfen. Aber ich glaube, da stecken wir ganz gut weg. Also kein Problem. So, wir rennen hier einmal rein und vernichten hoffentlich alles. Ich will Blut sehen. Es wird sich für euch lohnen. Und wir machen die karthagische Phalanx. So, und hier laufen wir nochmal schön vor, ordentlich. Ich will Blut sehen. Hier einmal noch vorlaufen. Hier wird gekämpft. Hier können wir ja einfach mal hier hinlaufen. Germanicus ist nur ein toter Römer mehr. So, also die feindliche Artillerie konnten wir hier vernichten. Hier werden wir wahrscheinlich verlieren. Ja, wir haben. Das ist einfach hier, das sind zu viele. Das sind wir gleich Geschichte. Es ist zu früh für meinen Tod! Können wir hier noch weglaufen? Einfach nur weg. Lauf! Ein Mann lebt hier noch. Ha! Okay, der. Das ist, glaube ich, Hasdrubal. Ist das Hasdrubal selbst? Bin mir nicht sicher. Oh, hier kommt Kavallerie. Einmal reinrennen. So, und wir gehen gegen die Kavallerie hier vor. So. Streckt sie nieder! Macht euch Gold, Motivierte! Okay, sehr schön. Also ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir das hier so schön hinbekommen. Lag daran, der Feind hatte auch relativ viele Katapulte. So, unser einer Mann lebt hier noch, das freut mich doch. So, wie sieht's hier aus? Hier ist alles in Ordnung. Die paar Schwertkämpfer haben wir schon beschädigt. Kein Problem also. Wieso stehen denn die nur wie die Axt im Walde? Kriegen wir hier noch ein paar? Ja, ich glaube, zwei Stück kriegen wir hier noch. So. Der Feind greift unser Lager an. Ne, du sollst da lang laufen. Wir greifen aber auch das Lager des Feindes an gerade. Oh, die Musik ist gerade richtig schön. Wo ist denn jetzt der Feind hier? Speere! Tor! Speere! Schnell! Bring sie um! Na, einfach nur hier stehen bleiben. Speere! Schnell! Speere! Speere! Töten! Lauf! So, wir wollen hier aber das Lager noch ein bisschen einnehmen. Obwohl, wir haben schon alle Lagereinnahmepunkte. Im Laufen! Unser Triumph ist nah! Ja, Leute, würde ich mal sagen, das war mal eine ordentliche Schlacht hier. Wir konnten auch unsere Phalanx einsetzen, unsere karthagischen Truppen, unsere Vorteile. Wir haben das, glaube ich, taktisch auch schlau gemacht. Und damit haben wir den Sieg errungen. Sehr schön! Hier die zwei besten Spieler. Ich glaube, wir waren aber auch ganz gut. Wir müssen gleich nochmal schauen, auf welchem Platz wir gelandet sind. Mir ist natürlich bewusst, dass mit den Punkten hier ist nicht so... Wie soll ich das erklären? Nicht so durchsichtig. Also die Punkte haben hier natürlich nicht so viel zu sagen. Vieles hängt einfach von verschiedenen Faktoren ab, die hier nicht mit einberechnet werden können. Aber ich glaube, wir haben unsere Sache ganz gut gemacht, haben hier ordentlich Punkte bekommen. Sind hier wenigstens von diesen Punkten sogar Platz 2. Klar, wir haben viele Punkte von der Lagereinnahme. Aber wir waren auch die zweitbesten, wenn ich das richtig sehe, bei den Angriffspunkten. Und wir waren die besten bei der Abwehr, bei den Abwehrpunkten. Also ich würde mal sagen, das lief doch ganz gut. Ah, jetzt weiß ich, woran es lag. Der Feind hatte es noch schlimmer erwischt als wir. Ich habe ja schon gedacht, mit unseren 7 Katapulten haben wir ein Problem. Der Feind hatte aber
wirklich 10 Katapulte. Ja, und damit war's das. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich kriege hier eine Einladung, muss ich doch gleich mal annehmen. Dann gibt's vielleicht gleich eine neue Schlacht. Und dann würde ich sagen, bis dorthin, alles Gute. Euer Gaius Julius Caesar.